Bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der Leichtathletik ging es heiß her und das nicht nur wegen des warmen Wetters. Im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen gilt es auch in diesem Jahr wieder neue Bestleistungen zu erzielen, Rekorde aufzustellen und Medaillen abzuräumen. Egal ob beim Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf oder den klassischen Laufdisziplinen, die Athleten sind bereit, geben 100% und geraten ordentlich ins Schwitzen, um am Ende Sieger zu sein. Ja, ich bin der Markus und ich bin der neue Sieger im Stabhochsprung. Also das Wetter war natürlich super. Die Windbedingungen waren zwar nicht so gut, aber damit muss man leben als Stabhochspringer und ja, das gelingt so mal besser und mal weniger gut. Ja. Nicht nur beim Stabhochsprung gibt es Gewinner. Beim Kugelstoßen überzeugte Luke Mehnert sich vor allem, aber auch die anderen Mehnert. Und bewies, dass er es aufs Alter nicht ankommt. Mit seinen knapp 15 Jahren legte er vor 16,6 Meter. Weit stößt er die Kugel und wandert direkt aufs Treppchen. Für mich war es ziemlich aufregend, weil es mein erster U18-Wettkampf ist mit Kugel. Ich bin noch 15 Jahre alt, deshalb eigentlich hätte ich noch ein Jahr Zeit. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich gewonnen habe, weil Oliver Thierock ist auch ein starker Gegner, deshalb. Natürlich gibt es auch beim Dreisprung Erfolge zu verzeichnen und Sieger zu küren. Plamedi Mavinga legt hier die Messlatte hoch. Der Mann vom LC Cottbus darf sich ebenfalls Sieger nennen. Mit ganzen 14,26 Meter trumpft er auf und schnappt sich somit die Goldmedaille. Die Teilnahme bedeutet mir viel. Also jeder Wettkampf ist gleich. Es geht halt herauszufordern, um sich zu verbessern. Und ja, ich bin jetzt halt Erster geworden mit 14,12. Meine Bestleistung ist als 14,29. Ja, 29 und ja. Am Ende des Tages noch etwas ganz Besonderes, so eigentlich der Höhepunkt im Diskuswerfen. Da gab es richtig was zu bestaunen, und zwar den Olympiasieger Christoph Harting gab seine Würfe zum Besten und holte sich gewohnt professionell mit 65,90 Meter den Sieg. Wer dann immer noch nicht genug hatte, konnte sich die Augen am Rest der tollen Meisterschaft satt sehen, die ordentlich viel zu bieten hatte. Ein toller Erfolg für den gastgebenden Berliner Leichtathletikverband. Es gab viele glückliche Gewinner, staunende Zuschauer und einen entspannten Ausklang an einem tollen Wettkampftag.